Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Muster ist dieses sehr schöne und super einfache Strickmuster, welches aus einer Maschenzahl teilbar durch 2 plus 2 Randmaschen und 4 Musterreihen besteht. So sieht die Vorderseite aus und so die Rückseite. Ich habe 10 Maschen auf meiner Nadel. 8 davon sind für das Muster und 2 sind meine Randmaschen. Eine Rückreihe linker Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheint. Und es geht los mit Reihe 1. Die Randmasche stricke ich rechts. Und nun 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Dafür steche ich von hinten in 2 Maschen ein und stricke beide Maschen zusammen rechts. Und jetzt lasse ich die Maschen von der Nadel gleiten. Und das ist mein Musterreport der ersten Reihe. Das wiederhole ich bis zum Ende der Reihe. Nochmal, 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Von hinten in 2 Maschen einstechen, beide zusammen rechts stricken. Und nochmal, 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Bis zum Ende der Reihe wird das Ganze wiederholt. Und meine Randmasche stricke ich rechts. Reihe 2. Die Randmasche stricke ich wieder rechts. Und nun, ich steche mit der rechten Nadel zwischen der ersten und zweiten Masche ein, hole den Faden nach vorne und behalte alle Maschen noch auf den Nadeln. Nun stricke ich die erste Masche der linken Nadel rechts verschränkt. Ich steche von hinten in die erste Masche ein und stricke die Masche rechts und ich lasse sie von der Nadel gleiten. Und das ist der Musterreport der zweiten Reihe. Zwischen der ersten und zweiten Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Alle Maschen noch auf den Nadeln lassen. Die erste Masche der linken Nadel rechts verschränkt stricken. Zwischen der ersten und zweiten Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Maschen auf den Nadeln lassen. Die erste Masche nochmal rechts verschränkt stricken. Zwischen der ersten Masche und der Randmasche einstechen, Faden nach vorne holen, alle Maschen noch auf den Nadeln lassen. Die erste Masche der linken Nadel rechts verschränkt stricken. Und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 3, die Randmasche rechts und nun alle Maschen links stricken. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen links gestrickt. Und die Randmasche stricke ich wieder rechts. Reihe 4, Randmasche rechts und jetzt wieder alle Maschen links stricken. Bis zum Ende der Reihe werden alle Maschen links gestrickt. Und die Randmasche stricke ich wieder rechts. Und das war's. Das sind die 4 Reihen, die wir stets wiederholen. Und nach ein paar Reihen haben wir dann dieses sehr, sehr schöne Ergebnis, welches sehr gut für Pullis, für Jacken, für Schals, für Mützen geeignet ist. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.